Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Es ist jetzt 6:30 Uhr, Freitagabend, und ich habe gerade schnell unseren Wocheneinkauf erledigt und habe gedacht, gibt es eine bessere Situation, wie euch einen Wocheneinkauf zu zeigen? Vor allem ist es so, dass, ich weiss, ich sage noch viel, unser Kühlschrank ist leer, aber wir haben wirklich so ein bisschen Vorräte aufgebraucht und darum ist es wichtig, dass wir alles wieder ein bisschen füllen. Und darum glaube ich, kann ich euch relativ gut zeigen, was bei uns so zu Hause rumsteht. Jetzt, ich tue einfach Sack für Sack raus, da hat es wahrscheinlich nicht grosses System dahinter, aber mit dem müssen wir jetzt lernen umzugehen. Als erstes haben wir dazu einen Schock, Coke Zero. Wir konsumieren kein Süßgetränk, außer im Rest Rivella Blau. Und jetzt haben wir angefangen, das ist jetzt die zweite Packung Coke Zero, die wir gekauft haben. Für die Hei, wenn es so schön Wetter ist, mit ein bisschen Zitrone, die Döschen. Aber sie haben uns wirklich lang. Und da ist jetzt auch nichts Schlimmes dabei. Dann probieren wir mal so ein bisschen Gemüse. Ich hole das meiste Gemüse bei uns beim Bächlihof. Also das meiste ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich würde sagen, so zur Hälfte hole ich das Gemüse dort. So, es hat jetzt natürlich wirklich kein System, aber wir probieren das System reinzubringen. Also ich kaufe eigentlich immer den Klassiker. Rüebli, Gurken, Zucchetti, Tomaten. Ich habe jetzt noch Salat gekauft. Nicht, dass Salat wahnsinnig viel Nährwert hätte, aber ich habe einfach gerne, so ab und zu. Und ich habe nach China Kohl gekauft, weil gestern hat eine Kundin, wenn du gerade zuschaust, einen lieben Gruß, erzählt, dass sie aus China Kohl so gerne Salat macht. Seht ihr, das sieht eigentlich recht voll aus. Aber ich sage euch, es ist eigentlich alles nur Söseli und Gumpfi. Und was ich noch gäbig finde an China Kohl, ist einfach, dass man ihn so lange heben kann und dass man ihn eben kalt und warm kann verarbeiten kann. Und darum ist er perfekt. Dann haben wir, eben ich probiere ein bisschen Segmente daraus zu machen. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach. Allzweckreiniger. Brauchen wir auch. Dann haben wir hier, wie ich gesehen habe, so ein bisschen Trockenfrüchte. Nüsse hat Janik gestern gekauft, aber ich habe jetzt hier noch Erdnüsse gekauft. Übrigens, für die, die Magen-Darm, also vor allem mit dem Darmbeschwerden haben, sind Erdnüsse mega viel der Killer. Also, die nur immer achten, wenn ihr so ein bisschen Darmprobleme habt, wie es ist, wenn ihr Erdnüsse esst. Ich habe die eigentlich gekauft, weil ich mit Pad Thai kochen am Wochenende. Und dort braucht man so ein bisschen Erdnüsse oben drüber. Und das ist eigentlich der Grund für das. Sind ein bisschen viel, aber spielt ja keine Rolle. Dann haben wir die Käseabteilung. Ich habe eigentlich wirklich nie mehr. Also, ja. Wir früher nicht gar nie Käse zu Hause gehabt, weil der Janik nicht so der Käse-Tiger ist. Also was kalten Käse anbelangt. Und jetzt haben wir aber ein bisschen angefangen. Und darum haben wir auch Käse zu Hause. Jetzt, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich muss das ein bisschen übernehmen. Sonst seht ihr mich nicht. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe heute etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich einen Schmelzkäse gekauft. Weil ich glaube, eine Kundin von... Oh mein Gott, jetzt ist mir etwas in den Sinn gekommen. Ich habe den Schinken für Janik vergessen. Oh. Und ich habe ihn noch extra angerufen. Ach, so dumm. Kennt ihr das? Genau das, was ihr bräuchtet, vergessen ihr. Ich habe keinen Schinken und ich habe keinen Apfelsack. Top. Ja, jedenfalls habe ich gedacht, ich würde mega gerne mal Toast Hawaii machen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Schmelzkäse gegessen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich nach Gruyère schmeckt. Ich hoffe es jetzt einfach. Und dann haben wir hier noch Babybel und sonst so ein bisschen Käse, den man einfach aufs Brot nehmen könnte. Zum Beispiel morgen Morgen. Ihr seht auch, ich habe eigentlich null System, wenn es um unseren Kühlschrank geht. Dann da ist der Toast dazu.
für die Toast Hawaii. Dann Ananas dazu für den Toast Hawaii. Ich muss sagen, ich kaufe eigentlich wirklich keine Dosenfrüchte, außer für Rigasimir teilweise und für ja, so etwas. Dann haben wir hier noch Bananen und hallo. Ich habe den Schinken vergessen. Es tut mir so leid. Sorry. Es gibt einen Veggie-Toast für dich. Hast du das auch? Nein. Nein, nein. Schau, wie es stürmt. Aber wir können jetzt morgen essen, anstatt heute, und dann können wir morgen nochmal einladen. Dann haben wir auch einen Avocado. Kaufe ich vielleicht einmal im Monat. Habe ich gerade gesehen, es hat so viele Kisten gehabt. Ich dachte, nehme ich eine. Dann haben wir. Ich bin unsere Einkäufe am zeigen. Und ich habe so viele coole Sachen gekauft. Dann haben wir fürs Pad Thai Tofu. Ich müsste ein bisschen im asiatischen Ecken bleiben, aber wir machen jetzt schnell das durcheinander. Milch. Aufbackbrötchen. Und Teig. Ich habe den neu gesehen, den Dinkelteig. Und ich weiß eigentlich noch nicht, was wir damit machen. Entweder irgendeine Weihe oder Äpfelstrudel, irgendetwas in die Richtung. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal in die asiatische Richtung. Weil hier habe ich auch etwas gekauft, was ich noch nie gekauft habe. Und zwar sind das diese Dinge. Das sind so Instant Nudelsuppen. Tom Yum. Oh. Fleisch drin, das habe ich gar nicht gecheckt. Da hat es viel Sprache. Das hätte man vielleicht mal schnell lesen. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es hat kein Fleisch drin, aber sonst einfach ganz viel Scheiße. Aber die Idee war eigentlich, für das Golden House, wenn ich mal gar keine Zeit habe, was in letzter Zeit noch viel vorkommt, dass ich einfach heißes Wasser drüber gießen kann und so das Mittagessen. Dann habe ich noch neu gesehen: Mikrowellenreis, Basmati und Jasmin. Einfach für den Notfall. Veggie Burger. Veggie Falafel. Die sind mega gebig. Sie sind aber ein bisschen trocken, man muss eine gute Soße haben. Dann Joghurt. Ich muss sagen, ich wechsle immer ein bisschen ab, weil eigentlich wäre es noch cool, wenn man nicht so viel Milchprodukte konsumieren würde, aber geschmacklich fegen Soja-Joghurt eben gleich nicht so. Und darum habe ich immer einen Kompromiss. Eine Woche Soja, eine Woche normal. Für die Anöckel griechisches Joghurt. Und dann haben wir noch Hüttenkäse. Dann habe ich hier gesehen, hat so Ravioli mit Basilikum und Pinienkerne. Ravioli gehen immer. Dann Schweizer Eier. Wir essen so wenig Eier. Ich glaube, wir hätten eben sogar noch. Aber wir essen wirklich, wirklich so wenig Eier. Dann haben wir Plätzchen. Tiefkühlplätzchen mit Pilz und Käse. Die sind gar nicht so schlimm wie alle meinen im Fall. Die haben wirklich okay Nährwert. Okay. Dann habe ich eins für das erste Mal Hummus gekauft. Den, den ich selber mache, ist okay. Aber wir probieren den gekauft. Dann haben wir, wie sagt man, passierte Tomaten. Braucht man einfach immer. Und Blutorangensaft. Einfach so ein bisschen. Am Wochenende. Und dann haben wir ganz viel gefrorene Früchte, gefrorene Beeren. Ich mache noch viel so Smoothies und so und natürlich am Morgen für das Müsli. Also da brauchen wir immer recht viel. Dann habe ich noch eine Melone. Mal ausprobieren, ob die schon etwas könnt. Äpfelmus, einfach weil man Äpfelmus zu allem essen kann. Und schau, Mensch,
Cornflakes. Wow. Die kleinen Päckchen. So cool. Hat er recht Freude an mich. Habe ich gedacht, macht er eine Freude. Und dann nahm so einen Reiniger. Und dann war ich noch im Migro. Und ich habe warmes Brot. Mit heiß genommen. Boah, das schmeckt so gut. Schmecken wir mal. Dann habe ich Pudding so gern. Die. Ja, Migro ist wirklich ein bisschen ausgeartet, was die Snacks anbelangt. Die Bombe, meine Lieblings. Dann, ich habe mega gerne so asiatische Snacks. Den noch. Dann, wenn wir es von asiatisch haben, ich habe endlich mal geschafft, zum Fischsoße zu kaufen. Und ich habe jetzt mal noch Sriracha gekauft, aber mit Knobli. Ich habe noch nie Sriracha gehabt. Ich höre aber immer davon und habe gedacht, wenn schon, nehme ich ein kleines und dann hat es eben nur Knobli gehabt. Magenquark. Habe ich überlegt, wenn ich mal einen Cheesecake machen würde. Und Nudeln. That's it. Das ist unser ganzer Einkauf. Mehr gibt es nicht. Ich hoffe, ihr habt vielleicht irgendetwas gesehen, wo ihr gedacht habt, wow, krass, dass sie das isst. Nein, aber ja, wir essen ganz normal. So wie alle anderen wahrscheinlich auch, die sich einigermaßen gesund ernähren. Und es soll kein Verbot geben. Das ist das Wichtige. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und wir sehen uns beim nächsten. Tschüss!